jetzt geht's hier weiter mit Kapitel 4. Ich weiß nicht. Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Li Mei muss einfach die Wahrheit sagen. Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir Verbündete sind, warum haben sie uns nicht gegen das Unterreich unterstützt? Gegen Quan Chi und seine Gruppe von... Wiedergängern? Wie Jackie's Dad? Arschloch. Es ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken solltest, in Anbetracht der Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Einschließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe, du bist nicht von hier. Ich bin vom Erdenreich, wie du. Mein Auftraggeber, Kotal Kahn, ist aus der Außenwelt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotal Kahn sprechen. Hier, wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu, du kannst uns einsperren, sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Du bringst uns zum Khan, ich sag ihm, du hast uns erledigt. Vielleicht kriegst du einen Bonus. Win-win. Folgt mir. Das ist jetzt hier die Außenwelt, ja? Also da oben immer noch... In diesen Zeiten des Krieges sind wir gezwungen, alles Mögliche als Waffe zur Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Etwas ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotal Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Tod? Für einen Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Jin? Jin! Verschwindet! Los! Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Eine Lektion in Vertrauen von einem Söldner. Und gleich noch eine Lektion. Okay, wir haben schon die Kraft dran hier. Sieht schon mal gut aus. Okay. Aaron Black, okay. Ich kann die Pfeile schießen. Ah. Okay, so geht das. Sehr schön. Ulti ist was? Das ist Ulti. Sehr schön. Ja, das ist eine coole Ulti. Dieser hier schickt auch. Jo, 1-0, sind ohne gewonnen. Umgeschossen. Gar nicht. Hier ein bisschen üben muss ich noch hier mit dem, aber der ist auf jeden Fall sehr gut zu spielen bis jetzt. Ich kann mich nicht beschweren. Oh, okay. Aha. Fuck, falsch. Was ist denn mit den komischen Dingern da? Boah. Das war schon mal gut. Ich lerne schnell. Aha.
Und jetzt noch angelatscht. Es bebt. Was ist los? Wer ist er? Spielen wir, Thor! Oh oh. Hätte sie sich nicht wie jedes Mädchen ein Pony wünschen können? Die Archive erwähnten keine Symbionten. Mach ich mal kurz? Nee. Wie bitte? Ich dachte, der fängt los, also das ist ja gar nicht. Oh. Okay. Alter, da hoppen wir da richtig einen auf die Fresse. Ich kann gar nichts machen. Ich bin weg. Fähre und Tor. Okay. Ja, geile Nippels, ey. Das ist, glaube ich, ein harter Kampf. Das wird wahrscheinlich auch länger dauern. Nicht schlecht, Herr Schley. Alter. Nicht. Oh, hat mich gleich. Oh. 1-1. Alter, ich mein Gott. Ganz schön stark, der Muckel, du. Ganz schön stark. Ganz schön stark. Lass mich in Ruhe. Oh, wir haben mich fertig gemacht. So knapp, ey. Na, oh, so knapp. Ja. Scheiße, Mann. Oh, der Schwein. Einmal verklickt, ey. Hätte auch auf Fernkampf gehen sollen. Mist. Konzentration. Ärger macht dich. Oh. Knapp wie ein Nervenkämmer, ne? Ah, der ist gut, der ist echt gut. Lass mich in Ruhe. Oh, ist er noch geblockt. Nein! Oh, gerade so, Alter. Komm schon, du hast es ja nicht mal versucht. Jo, wir können einen so weiten Fuß machen. Shit, ich komme echt schnell an mich ran, ey. Oh, was? Oh, hoch geschossen. Scheiße. Gewonnen hoffe ich zumindest noch. Ja, gewonnen. Oh, war knapp. Oh, phew.
Ja, Mann. Aufregend. Würde gerne mehr über dich erfahren. Leider bist du irre. Okay. Bei euch alles klar? Ja! Alter, schau, was ist hier los? Die Erdenreichler, ja? Diese hier muss mehr über eure diplomatischen Methoden lernen. Wir müssen Kotal Kahn sprechen, General Blake. Ihr mischt euch in die Außenwelt ein. Darauf steht der Tod. Das hat okay. Hier Methode. Da wir aber die Verträge von Reko ehren, werden wir den Imperator befragen. Ihr wartet hier. Willst du die Gelegenheit nutzen, uns zu sagen, was zur Hölle das sollte? Ich frag mich schon, warum du einen Krieg für einen Brotdieb riskierst. Nicht alle Diebe sind unbelehrbar. Vor 5 Jahren. Okay, was kommt jetzt? Es hat mehr sentimentalen als finanziellen Wert. Dennoch würde ich es bevorzugen, wenn du es nicht stiehlst. Es ist ein Familienerbstück. Eines, das euch nicht zusteht. Deine Familie gab es mir als Erinnerung an deinen Cousin Lao. Nach seinem Tod. An dem ihr schuld seid. Für euch kämpfte er gegen Shao Kahn. Ihr habt nur zugesehen, als er ihm das Genick brach. Du gehst zu weit, Kung Jin. Nein. Nicht weit genug. What? Nur gegen Raiden? Oh shit. Wie soll ich den denn besiegen? Gott. Okay, haben wir gewonnen. Aua. Schmeiß einfach Menschen hier. Hab ich schon gewonnen. Nicht ganz, schade. Jetzt aber. Das war ja easy, du. Lass mich gehen. Bad. Aha. Das Blut des Kung Lao, Nachfahre des großen Kung Lao. Ein gewöhnlicher Dieb. Glaubtest du, du könntest einfach in meinen Tempel marschieren und wieder hinaus? Ohne meine Zustimmung? Ihr wolltet, dass ich euch angreife. Wieso? Um deinen Zorn freizusetzen, dich der Vernunft zugänglich zu machen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Selbstmitleid war schon immer ein eher unglücklicher Teil deiner selbst. Ein hellerer Pfad liegt voraus. Einer, der deine Vorfahren wirklich ehrt. Der deiner würdig ist. Geh auf die Wuxi-Akademie, werde ein Shaolin. Wie schon Kung Lao vor dir. Ich kann nicht. Sie werden mich nicht... Sie interessiert nur, was in deinem Herzen ist. Nicht, was dein Herz begehrt. Es ist zu spät für mich.
Es ist nie zu spät, Kunjin. Euer Bericht über Flüchtlinge ist beunruhigend. Ihr Exodus in das Erdenreich war mir nicht bekannt. Aber ich weiß dies. Ich habe niemanden aus dem Erdenreich eingeladen und ganz gewiss niemanden, der die Vollstreckung eines Urteils unterbricht. Vielleicht seid ihr ja Verbündete Melinas. Vielleicht brachte ihre neu gefundene Macht ihr neue Freunde ein. Freunde? Nein. Nein, wir wissen nicht mal, ob sie wirklich Shinnoks Amulett hat. Sie setzt Shinnoks Amulett gegen mich ein? Von dem das Erdenreich geschworen hat, es wäre sicher, als der Außenwelt eine Teilhabe verwehrt wurde. Wir wurden angegriffen, nicht die Außenwelt. Kotal Kahn, das Feuer, das in der Sonne brennt. Wir sind hier, weil wir eure Sorgen wegen des vermissten Objekts teilen. Wir respektieren eure Herrschaft. Zumindest ein Erdenreichler schmiedet Wörter wie Silber. Aber wie sagt man im Erdenreich gleich? Man findet mehr Ehre unter Dieben als Diplomaten. Ich hatte die zweifelhafte Ehre, beides zu sein. Aber ich sage die Wahrheit. Ihr seid Verbündete Melinas. Vollstrecke das Urteil. Kotal Kahn, nach dem Recht der Außenwelt fordere ich meine Verteidigung ein. Im Combat. Was? Du willst ein Duell? Um uns von allen Anschuldigungen zu entlasten. Wird das Recht verwehrt, bringt das Schande über den Ankläger. Du kennst dich gut aus. Das war jetzt auch nicht so schwer. Wisse auch, das Duell endet mit dem Tod. Jetzt muss ich gegen Kotal Kahn kämpfen. Du hast nichts gewonnen. Nur ein paar Sekunden mehr zu leben. Okay, Endfight. Jetzt gibt er mir auf die Fresse. Hier. So. Aua. Nein. Haha. Erwischt. Boss! Oh, er gewinnt blockt. Oh, er hat nur gewonnen. Haha. Gerade so. Kung Jin. Der ist gut, Kung Jin. Au. Lass mich Ruhe. Geh weg. Auf die Knie. Nein, das war so ein Paket verloren. Verloren. Scheiße. 1-1, das wird knapp. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Gibt's doch nicht. Wollen wir was machen hier? Shit. Nein, oh. Oh, einmal falschen Knopf gedrückt, ne? Dann macht er anstatt einen Pfeil, macht er so einen scheiß Schlag von unten nach oben, ey. Oh, bitte. Ein paar Sekunden. Das ging jetzt schon wieder auf den Keks, ey. Einmal irgendwas falsch gedrückt hier, ey. Ich hab schon die Elite-Kontrolle, was soll das hier? Das war gut. Siehst du dich etwa selbst?
Oh, Mist, hat mein Ulti geblockt. Ich werde stärker. Oh, Kacka. Oh. Nein. Oh, gerade so geschafft. Juhu, das ist aufregend, doch. Ja. Und nun, Imperator? Alle Anschuldigungen sind nichtig. Ich verkünde hiermit, dass das Erdenreich der Außenwelt keinen Schaden wünscht. Jetzt töte mich. Bring es hinter dich. Du wirst doch nicht wirklich... Statt eures Lebens will ich eure Dienste. Wenn Melina das Amulett wirklich besitzt, können wir es einfacher erlangen, wenn wir zusammenarbeiten. Imperator, man kann ihnen nicht... Devorah, kannst du es nicht verstehen? Ich schulde es ihnen. Ihr ehrt uns, Kotal Kahn. Unsere Dankbarkeit ist so groß wie der Ozean. Ich spreche mit General Blade. Berichte ihr über die neue Abmachung. Danke für die Meldung, Sergeant. Bleiben Sie bei... Ja, Kapitel 5 fängt direkt an, aber das sehen wir im nächsten Witz. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, Kung Jin ist echt ein guter Kämpfer. Hat Spaß gemacht, ein paar Fails, aber insgesamt gut. Man sieht auch, Kotal Kahn ist voll der Noob und dementsprechend habe ich noch fertig gemacht. Dann bis zum nächsten Witz. Tschüssi.